die Gäste zum Media Fight Night heute in Gummersbach am 10. Dezember. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem schönen Event. Der Pastor André Wernick wird eine kurze Rede halten. Da geht es schon mit dem ersten Kampf direkt los. Guten Abend. Ihr fragt, was macht ein Pastor im Ring? Ganz einfach, wenn Menschen nicht zur Kirche kommen, dann tut Pastor in den Ring. Christlicher Sportverein Fight Club Melilla. Patricio, ich hab gefragt, Patricio, was hast du mit christlichem Sportverein zu tun? Und er hat mich gebeten, ein paar Punkte zu sagen, warum christlicher Sportverein so heißt. Es gibt fünf Werte, die dieser Verein sich auf die Fahne geschrieben hat. Das sind die fünf Finger, kann man gut merken. Nummer eins, Wertschätzung und Respekt. Wir kämpfen miteinander und gegeneinander in der Atmosphäre der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts, im Bewusstsein, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Also, wenn jemand zu dir sagt, du bist ein Affenkind, glaub ihm nicht. Nummer zwei, der andere ist wichtig. Also im Training geht es immer darum, dass mein Gegenüber genauso weiter sich entwickeln kann wie ich. Es geht nicht nur um mich. Wir sind nicht nur Egoisten. Nummer drei, Wert der Selbstachtung und Selbstbewusstsein. Wir sind überzeugt, dass Selbstachtung und Wertschätzung und Selbstwertschätzung unbedingt zur Lebensqualität dazugehört und Leben wertvoll macht. Also kämpfen macht auch ein Selbstbewusst, deswegen christlicher Sportverein. Wert Nummer 4, Zusammenhalt. Wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Stimmt das, Fight Club? Jawohl. Und das Letzte, wir kämpfen für das Gute. Für das Gute kämpfen, wir kämpfen einen guten Kampf, wir setzen uns für gute und positive Dinge im Leben ein. Wir verurteilen jede Art von Gewalt und wir schützen die Schwachen. Vielen Dank. Ich wünsche den Kämpfern vielen sportlichen Erfolg und uns allen gute Unterhaltung. Und nicht vergessen, eine Weihnachtszeit. Verbringt Zeit mit euren Lieben und macht daraus was Schönes. Dankeschön.